So, und da sind wir dabei, Legend of Zelda Wind Waker HD. Und wisst ihr, was das Gute ist? Ich muss heute nicht auf die Uhr achten. Denn, wie wir schon mal gesagt haben, ich mache ein Dungeon immer in einem Part. Das heißt, heute wird ein langer Part für euch. Mal sehen, ob sich Leute beschweren. Komm schon. Ich wette, irgendwann springt mich so ein Teil an. Ich kenn's doch schon aus anderen Zelda-Spielen. Da sind die auch rumgesprungen wie sonst nix. So, was haben wir hier? Erstmal was zum Anzünden. Ah, ich sehe schon. Ah, das könnte schwieriger werden. Vor allem, weil ich jetzt warten muss, nach oben zu kommen. Ich baue mir am besten den Weg schon mal richtig hin. Dann wird's einfacher. Müsste der Stick nicht auch nach oben kommen? Habe ich ja super geschafft. Und jetzt auch noch gegen Popschutz. Ja, super. Ich hau hier aber auch alles kaputt. Ich muss mal eben hier einstellen. So. Komm schon, Mikro, das schaffst du. So. Ich hoffe mal nicht, dass jetzt irgendwelche Probleme da sind. Naja, was sollten die mir da auch sonst hin tun? Weg damit! Ein Schlüssel. Okay. Und Gegner. Na, was genau sonst? Ich dürfte eigentlich nicht hier in dem Wasser sein, wenn die hier rumschwimmen. So, ich guck mal auf die Karte. Da sind noch ein paar Wege. Welchen ich jetzt gehe, weiß ich noch nicht. Da ist halt noch einer. Dafür muss das Wasser aber sinken. So. Runter. Bitte. Jetzt. Oh Gott. Bitte hoch. Also ich stelle mich auch wieder super an. Ich muss auf die andere Seite. Oder? Da vorne kann ich, denke ich, mal was hochspringen. Junge! Heute tue ich mich schwer. Da vorne ist halt auch was. Aber ich bin mir sicher, ich kann die Teile da sprengen, sonst würde man mir hier keine Bomben geben. Ja, das muss es sein. Das Blöde ist, da könnten ja auch Gegner rauskommen oder sowas. Schießbombe. Ah.
irgendwo da oben. Ja, ganz problematisch. Klasse. Ja, weh, ich muss da nachher durch. Das wäre dann natürlich blöd. Haben wir da denn irgendwas Nützliches? Naja, eine Labyrinthkarte ist nicht schlecht. Kann man irgendwo bestimmt. Oh. Nutzen. Aber da gibt es doch bestimmt sowas super Tolles. Das kann halt einfach nur sein. Super. Habe ich mal wieder mich selbst übertroffen mit. Bitte hört auf. Bleibt auf Distanz. Ihr kommt mir hier nicht ins Haus, ihr gelben. Keine Ahnung. Natürlich. So. Jetzt haben wir erstmal Ruhe vor denen. Da ich die Teile hier aber auch nicht schieben kann, während die hier auf dem Wasser sind, ne? Ich meine, wird doch Sinn machen, dass ich das könnte. Vielleicht haben die Entwickler einfach nicht dran gedacht. Aber darauf kommt man doch halt direkt als erstes. Das ist ein Holzfass, das nach oben geht. Im Wasser ist alles leichter für den für irgendwen was hochzunehmen. Da nicht hoch. Sei denn, nee, von dort aus könnte ich das. Wehe, das lohnt sich nicht. Okay, dann halt nicht. Es könnte halt wirklich von dort aus gehen, aber ist mir jetzt in dem Moment mal egal. Ist eine schöne Idee, dass das immer wieder hochgeht. Muss aber nicht sein. Muss wirklich nicht sein. Wird auch irgendwann auf Dauer nervig. So, bitte nach oben. Das Gute ist ja, ich kann ab da, denke ich mal. Nein, kann ich nicht. Da ist ja immer noch Wasser. Oh Gott. Und da ist ein Viech. Anzünden, da kriege ich bestimmt was Tolles für. Müssen wir mal gucken. Oh Gott. Ist dieser ganze Dungeon auf so einen Mist aufgebaut? Ich glaube schon. Irgendwann wird es auch nervig. Dankeschön. Ich will dir nochmal ganz herzlich danken. Gelber Man. Keine Ahnung, was du von mir willst. Ich denke, wenn ich die alle töte, dann kriege ich hier was, um hochzukommen. Obwohl, hier hinter ist ja auch noch ein bisschen Platz. Es kann ja sein,
dass genau hier hinter sich etwas verbirgt. Nö. Jetzt kommt der Elektro-Viecher. Ich kann euch da oben nichts anhaben. Komm schon. So, jetzt ist Ruhe. Ich wusste doch. Da haben sie sich aber mal wieder was geleistet. Da will ich nicht runter. So eine richtig coole Treppe, die gar nicht da ist. Wer findet die Treppe auch gut? Also, ne? Ich finde die Treppe gut. Die haben die bestimmt irgendwo ganz günstig ersteigert. So, ich tue das bestimmt dort oben hin, ne? Und da haben wir auch Feuer. Das war natürlich wieder gewollt. Oh, er hält endlich die Fresse. Das heißt, ich kann da durch. Weiß aber immer noch nicht, dass es vorbei ist. Wir haben hier noch 3 Stockwerke vor uns. Ich meine, ich mag den Raum. Ich mag den wirklich. Ich glaube, die greifen mich an, wenn ich die schlage. Aber muss es sein. So, mach mal runter. Bin Fackelträger. Olympia. So, wo ist das Viech? Hier für dich. Dann halt nicht. Ich will auch noch gucken, was denn im Raum ist. Bestimmt irgendwas Unnützes. Oh yeah, ein Glücksamulett. Das hat sich gelohnt. Das habe ich ja noch nie bekommen. Wofür seid ihr jetzt gut? Tschüss. Hä? Das ist ja Zauberei. Hm. Ist auf jeden Fall ein Auge. Kann ich da reinschießen? Ich habe ja noch keinen einzelnen, also keinen Pfeil und Bogen. So denke ich mal nicht. Mach die Festbeleuchtung aus. Da ist doch was Tolles drin, oder? Ja, ein Kompass. Zeigt er mir wenigstens an, was da tolles Zeug gibt. Au. So. Fahr mich darüber. War ja wieder klar. Okay, das zweite Stockwerk sieht gar nicht mal so schlimm aus. Und das dritte, das ist echt gar nichts. Aber das erste Stockwerk, das jetzt gleich kommt, das könnte noch ein bisschen dauern. Das sah groß aus. Ja, netter Empfang. Meinst hier was zu können, weißt du? So ist es nicht. Hm. Ich muss die da rüber tragen. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Ich hoffe, das ist nicht irgendwie nervig.
Das ist nur knapp. Bang. Und da fällt man runter. Ich hätte gern die ganzen Ratten da weg. Die nerven ein bisschen. Ja, schieß mich halt an. Was kann ich denn dafür? Junge! Ja, was tust du jetzt? Da kannst du nichts mehr, ne? Das hilft nicht. Bombe. Bombe hilft halt auch nicht. Wow, tötet halt einfach so eine Ratte. Was bist du denn für ein Monster? Junge, ich kann das nicht mehr lange mitmachen. Hör doch bitte auf! Du Monster! Es reicht. Also das gebe ich mir nicht mehr länger. Stört ihn halt nur. Ey, ich kann das nicht aufheben. Ich kann es halt nicht bewegen. Was ist das denn für eine Verarsche? Ich wusste doch, dass es nervig sein wird. Kann ich mich dahinter verstecken? Ich kann's. Komm schon. Auch wenn es nur wenig Leben sein mag. Wer hat den da wieder weggestellt? Was ein Drecksack. Inwiefern hilft mir das? Ich hasse solche Aufzüge. Wehe. Ich wusste es. Immer diese Selbstmordratten. Da könnte ich halt auch weiter. Wahrscheinlich für einen Rückweg, dass ich darüber springen kann oder so. Oder dort oben gibt's was. Sieht aber nicht so aus auf der Karte. So, kommt hier jetzt noch mehr von diesem hoch, runter, hoch, runter? Wäre nämlich nicht so toll. Bisschen Leben wäre aber auch cool. So, geh mal zur Disco. Oh, du schon wieder. So, und bleib da unten. Ich wette, ich muss den mitnehmen. Zwei Stück muss ich mitnehmen. Irgendwohin. Fragten die wohin. Da bestimmt nicht. Also darauf habe ich jetzt irgendwie keinen Bock. Okay, die haben es sich selbst erledigt. Wenn es so einfach ist. Nee, ich brauch den gar nicht. Tschüss. Ist nur Deko. Also nicht Deko, sondern Deko. Da muss man aufpassen bei Legend of Zelda. Das hat doch einen Grund, warum das so aussieht. Das ist so eine Falle. Umherirrender, der du auf der Suche nach dem Wegweiser zu den Göttinnen bist, erwecke mich mit Hilfe von ZR und führe mich zu meinem heiligen Platz. Ach so. Genau, come on. Als wenn der Englisch kann. Ich will nochmal come on sagen. Komm schön mit, mein Freund. Komm mit. Weißt du, dann kriegst du heute auch Spaghetti, vielleicht auch Ravioli, aber nur wenn du brav bist. Na, wie soll ich dich da denn drüber kriegen? Werf ich dich jetzt?
Hat ja super funktioniert. Warum sterbe ich denn dabei? Warum verliere ich Leben dadurch? Es hat doch einen Grund. Oder auch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, das hätte einen Grund, warum das da ist. Komm an! Kann ich dich nicht einfach so mitnehmen? Nö. Komm an! Ich muss wahrscheinlich mit dem über mir rüberspringen. Na kommst du mal mit. Springen wir hier rüber. Leg ich dich hier ab. Vielleicht muss ich dich auch noch mit weiternehmen. Wohin muss ich den nochmal nehmen? Achso, ich muss den ganz durch die Tür durch. Da oben kommen wir bestimmt auch noch irgendwann hin. Wohin willst du denn? Hierhin? Okay. Lass mich raten, in den anderen Räumen finde ich noch mehr von dir. Schön zu sehen, dass hier auch die Disco abgeht. Und da komme ich gerade noch nicht durch, dort vorne. Und dort vorne auch noch nicht. Okay. Ein Leben. Ja, hier muss doch nachher noch. Also die anderen werden doch wahrscheinlich ja auch noch hingetragen werden, oder? Wäre halt unlogisch, wenn nicht, ne? Jetzt werden hier nicht noch mehr Podeste. Ah, ich kann hier was lernen. Dort sind Zeichen, welche Richtung anzugeben scheinen. Ach was? Was? Ich hab den Beat. Sonate des Puppenspielers. Befehlige mich, den Diener, der hinter der Tür wartet, und führe mich zu meinem heiligen Platz, auf dass ich den Weg zu den Göttern offenbare. Na, du bist doch schon da. Okay, wie komme ich hier jetzt rüber? Wer kennt sie nicht? Explodierende Totenköpfe. Ah. Soll ich da jetzt einfach rüberfliegen? Ach nee, juhu. Kann ich da überhaupt dran? Hallo? Ja, kann ich. Der schafft das darüber? Okay. Hoffen wir mal, dass das auch wirklich schafft. Und jetzt? Ja, aber das wird er doch nicht unendlich halten jetzt. Nee. Dann muss ich es irgendwie schaffen, einen von denen hier rüber zu kriegen. Da kriege ich wahrscheinlich erst, wenn ich das da frei mache, dann kommt da unten so ein Weg frei und dann komme ich hier rüber. Sieht jedenfalls so aus. Noch so ein Teil. Come on! Der hat aber andere Hörner oben drauf, oder?
Lass mich raten, jetzt muss ich irgendwas mit der Sonate des Puppenspielers machen, damit der darüber kommt. Ich wusste es. Okay, ich gehe hier rüber, du bleibst da. Machen wir so, ne? Schön, dass du mir antwortest. So, mein grüner Kumpel hier. Jetzt geht's hier ab. Jetzt machst du den ersten Schritt in die Unendlichkeit. So, und da wartest du bitte. Nicht weggehen. Ja. Aber wenn du mal groß bist und auch so ein Seil hast wie ich, dann kommst du ja auch rüber. Jetzt frage ich mich hier doch, wie ich dich hier rüber kriegen will. Weil so einfach geht es ja jetzt nicht. Ich kann dich doch nicht einfach da liegen lassen. Ich kann da theoretisch auch einfach rüberfliegen. Megati, mit meinen Dienern in deiner Gefolgschaft wirst du nicht überall hin können. Aber scheue dich nicht, sie in solchen Fällen einfach zurückzulassen. Sie sind zum Leben erwacht, also werden sie treu und unerschütterlich auf dich warten. Das heißt, der bleibt hier stehen, okay. Das ist ja gut. Wie der das auch direkt beantwortet, wo ich sage, ich kann den doch hier nicht einfach liegen lassen. So, kriegen wir hier jetzt einen Pfeil und Bogen oder was? Hi. One on one, ich komme mit Messer. Ah, das klappt super. Okay, du bist ein bisschen hardcore drauf, wie ich sehe. Siehst du denn aus? Auch von dir bekomme ich Ritterwappen. Ja, ohne Waffe bist du nicht mehr so cool drauf. Was für eine Pussy. Das ist doch mit Sicherheit Pfeil und Bogen. Kann ja nichts anderes sein. Sonst komme ich ja nicht weiter. Okay, gib her. Dann gehen wir weiter. Kann ich ja jetzt auch auf der anderen Seite nochmal gucken, was ich da verpasst habe. Wahrscheinlich eh wieder nur Müll. So, jetzt snipern wir euch mal weg hier. Passt mal auf. Ich bin gut. Super bin ich. Boom, Headshot! Ist nicht schwierig bei einem Teil, was komplett aus dem Kopf besteht, ne? Scheiß drauf. Hier klappt aber auch gar nichts. Okay. So, jetzt ist Ruhe. Kumpel, du kommst mit.
Wir gehen jetzt auf ein Abenteuer. Ist er gerade aufgestanden? Ich wusste es doch. Du kannst das. Ja. Du wirst es zu Ende bringen. Für Spaghetti. Also jetzt gefällt mir der Tempel irgendwie ein bisschen. Der Anfang, der war ein bisschen blöd. Aber jetzt macht das doch ein bisschen Spaß. Bogen ein bisschen snipen. Jetzt brauche ich ja eigentlich nur noch die Feuerpfeile, ne? Dann kann ich oben zu dem Leuchtturm. Funktioniert super. Was bist du denn? Hilfe! Warum kommt der plötzlich? Ha, hab dich erwischt. Was gibt der? Nur Herzen? So langweilig. Hi. Tschüss. Komme ich da auch hoch? Ah. Wie immer meine Fragen direkt beantwortet werden vom Spiel. Okay. Sieht so aus, als wollt ihr Bomben haben hier. Könnt ihr haben. Schmeckt, oder? Ihr seid halt wie die Originale. Einfach nur Müll. Ich kann man sprengen. So, was kriege ich dafür? Wehe Müll. Ich warne euch, Müll wäre jetzt nicht gut für euch. Das ist Müll, weil ich es halt überall holen kann. Au. So, hier können wir doch einfach fliegen. Scheiß auf Schwerkraft. Abrollen. So, jetzt müssen wir hier vorne hin. Warum laufe ich gegen die Wand? Hiervon steht keiner auf. Kann ich die auch direkt abschießen? Bö, okay. Dann muss ich doch irgendwas machen, damit das hochgeht, oder? Am besten die Ta. Warum nehme ich die Typen nicht von vorhin mit und tue die da drauf? Dann habe ich das Gegengewicht und kann hoch. Stirb! Eyeshot. Der Sheriff. Hat ja super geklappt. Wehe, der ist jetzt wieder da. So eine Verarsche. Nein. Es geht halt noch höher. Ja, den kann ich gebrauchen. Solche Schlüssel brauche ich.
Und da geht's höher. Ja, geh mir halt nicht in den Schuss. Ach, Junge. Ist doch nicht dein Ernst. Wie ungenau ist das bitte? Ja, wenn ich denn so hochkommen könnte. So. Nach oben bitte. Du bist ruhig. Ich hätte ihn gerne vorher weg. Hat ja wieder super funktioniert. Was soll denn der Mist? Ja, das kann ja nicht funktionieren. Ich will aber wissen, was da oben ist. Wehe, das Müll. Ey, das kann doch nicht sein! Das ist doch langsam verarsche. Junge. Der kann doch nicht immer daneben springen. Selbst dann will er sich töten. Wow, hat super funktioniert. So, der ist erstmal ruhig. Ich kann natürlich wieder super treffen, wenn da überhaupt kein Auto-Aim drin ist. Geht doch. Junge! Das ist doch nicht dein Ernst! Jetzt langsam wird mir das hier aber auch ein bisschen zu blöd. Der Dungeon. Oder der Turm. So. Jetzt habe ich aber ins Schwarze getroffen. So, und wehe, du gibst mir jetzt nur Müll. Au. Weiß, ich muss so viel Schmerz erleiden und kriege nur Müll. Ist doch nicht dein Ernst. Selbstmord. Darauf habe ich halt einfach gar keinen Bock. Komme ich da wieder hoch? So. Und da könnte ich halt eine Bombe hinwerfen. Junge, du kommst mir jetzt nicht in die Quere. Willst du mich eigentlich verarschen? Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Ja, wehe, das ist jetzt wieder so, dass die mich die ganze Zeit hier runterkicken können. Wäre nämlich schon wieder super unfair vom Spiel. Das haben die nämlich schon mal gemacht. Hat mal wieder super geklappt. So, und sei bloß ruhig, du. Ja, werfen halt nicht. Ist halt nicht so, als wenn du das wegwerfen musst. Hier klappt aber auch gar nichts, ne? Ist das nur Wandbemalung oder was ist hier los?
Junge, mach doch endlich. Geht doch. Und da haben wir sogar eine Tür. Nicht irgendeine Kiste. Dann wird in dem anderen Weg halt der Typ sein. Und hier wieder ein Kampf gegen die Typen. Mach Mund auf. Nicht? Info. Dieses Muster soll den Wind symbolisieren. Okay, dann machen wir den Wind. Ist das der Master Key? Schatzkarte. Haben die sich jetzt gerade selbst wehgetan? Nö. Tschüss. Ich gehe mal davon aus, dass wir den Bogen jetzt mehr brauchen. So, und um darüber zu kommen, müssen wir nur eins runter tun. Also werde ich hier jetzt hingehen. Leg den hier ab. Ich weiß nicht, ob ich schwerer bin und den irgendwie wieder runterhole, aber werden wir ja sehen. Ja. Ich bin zu schwer. Wir brauchen also noch mehr dort als Gegengewicht. Aber zieht der das nicht komplett runter ins Wasser? Und wie will ich den anderen Typen darüber kriegen? Der Weh, ich brauche da jetzt drei Stück. Oder komplett vier, das wäre ja noch dümmer. Vier brauche ich wahrscheinlich, wenn ich den anderen hier rüberbringen will. Der wiegt ja wahrscheinlich sogar noch mehr. So. Oh Gott, nö. Was haben wir denn hier? Kann ich das schieben? Der ist doch noch nicht erweckt worden. Da muss ich doch erstmal rüber. Und so komme ich da nicht vorbei. Ah. Wie komme ich denn da oben hin? Also geht nicht. Das hat ja bestimmt einen Grund, dass man so machen kann. Kann ich den da einfach durchschicken? Kann ich den da einfach durchwerfen? Ja. Ist ja geil. Auf geht's. Los geht's, yo. Ach, du schon wieder. Merk dir das. Du wirst das nicht überleben. Wir gehen dann mal rüber, Kumpel. Da kann ich dann vermutlich aber auch rüberwerfen jetzt. Das muss ich doch schaffen können.
So. Ich will aber noch höher. Und wenn ich da jetzt drauf gehe, geht das wieder runter. Ah, war ja irgendwo klar. Also zwei von denen wiegen mehr als einer von denen. Jetzt aber. Hä? Los geht's, Kumpel. Wir machen jetzt eine fette, fette Party. Hauptsache die Laserstrahlen klappen noch. Wir sind bereit für die Transformer. Wir haben die richtigen Waffen. Okay, auf geht's. So, zweites Stockwerk. Sieht nicht aus, als wenn hier viel wäre. Höchstens diese Teile schon wieder. Die ich vermutlich abschießen kann jetzt. Kann ich? Hallo? Irgendwie nicht. Das Schlimmste ist, ich kann sie halt nicht treffen, weil sie direkt weggehen. So. Ich muss da ein bisschen weiter weggehen. Dann klappt das. Ja komm, ich hab mich doch bewegt, als wenn er mich treffen würde. Hallo. Spiel nach Spielregeln. Spiel das Spiel mit Krokodil. Ist Krokodok. Du bist nicht der Krokodok. Darauf einigen wir uns jetzt. Du bist nervig. Komm, das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch nicht dein Ernst. Junge! So. Komm nie wieder. Du Monster. So, wie kommen wir da durch? Gibt's doch bestimmt einen Weg. Auf jeden Fall muss ich das da öffnen. Ich denke aber, die hätten mich eh nicht gestört, so richtig. Ach so. Dadurch komme ich nachher, wenn ich das Zeug da habe. Ich habe gedacht, das wäre so ein Bonus. Ich habe halt nicht auf die Karte geguckt. Meins. Master Key. Kann ja nur noch jetzt kommen. Oh yeah. Oh. Was geht denn bei euch ab? Hier wird nicht getanzt. Aber ich muss die töten. Ich will euch doch nicht töten. Ihr seid doch meine Kumpels. Er explodiert! Helft ihm! Haben sie auch Juckreiz? Dann müssen sie nicht rumtanzen wie irgendeine komische Statue. Obwohl das mehr nach Kopfschmerzen aussieht.
So. Endlich meine Uhr. Wow, hier kommt man sogar nach draußen. Wie geil ist das denn? Und noch mehr von diesen Viechern. Dankeschön. Ich hoffe, ich muss die nicht wirklich zerstören. Dankeschön. Wow. Sind aber eh nur stationär, also sie können sich nicht bewegen. Also die anderen sind auch stationär, aber der da trifft mich. Nochmal so weit und du wirst nicht mehr wiederkommen. Fee kann ich gebrauchen, einfach so. Jetzt nicht mehr. Ich habe ja eh noch zwei Feen in den Dingens. Also wären da keine Herzen drin, dann hätte die Fee aber noch gebracht. So, ich muss doch hier bestimmt irgendwas abschießen. Oh. Du hast dich als würdig erwiesen, bis hierher vorzudringen. Auserwählter. Stelle dich deiner letzten Prüfung. Die Hände aus Super Mario 64. Sie kommen zurück mit Verstärkung. Gut, das erinnert mich auch mehr an Dingens. Wie heißt er noch? Ich vergessen. Das Auge muss ich schießen. Ja, genau. Jetzt musst du dein Auge schließen hier. Hey, wenn du die Augen zu hast, kannst du doch gar nichts sehen. Da kannst du gar nicht treffen. Ist ja unlogisch. Denk mal nach. War ja klar, ne? Kriege ich hier auch wieder neue Muni? Wäre blöd, wenn ich. Oh Gott. Ach komm. Ja, lass mich doch hoch. Nein. Ich sehe nichts. Nicht schon wieder. Warum? Muss das sein? Vielleicht keine Munition mehr. Kann ich auch theoretisch so machen? Nö. Die wollen mich hier runterdrängen. Ja, schön, danke, dass du mir was gibst. Hier was ausschnupfst, wenn du weißt, dass ich nicht gewinnen kann. Nicht du. Ach komm, den habe ich doch getroffen.
Das ist doch nicht dein Ernst. Ey, 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 ey. Ich mach das jetzt immer mit. Das ist so ein Werbeknüller. Ah, wenn ich dem zu nahe komme, dann kann der das nicht ausführen. Ah. Wie fühlt sich das an? Wenn man nicht das tun kann, was man will. Ziemlich blöd, nicht wahr? Der Weg hat sich soeben aufgetan. Aus der Welt. Was dich von nun an erwartet, ist das Schicksal, das du selbst gewählt hast. Schreite aufrechten Hauptes voran. Hast du auch ein Herzteil für mich? Dankeschön. Schön, dass du das ausgerotzt hast. Yeah. Also kein Herzteil, Herzcontainer. So, raus hier. Gut, dann würde ich mal sagen, das wäre es für diese Folge. Mir fehlt irgendwie was. Nee, ich bin ganz oben jetzt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Wenn ich denn den Knopf finde. Ciao.